Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Video. Mal wieder mit Zaubertrick und Auflösung. Wir haben den Trick schon mal gezeigt. Hautelmann wurde damals hinters Licht geführt von mir, wusste selber nicht, wie der Trick funktioniert. Heute werde ich auch dem alten, guten Herrn Hautelmann diesen Trick etwas mehr erläutern. Ihnen natürlich auch. Ich habe hier ganz normale Karten, drei Stück. Sehen Sie, verschieden. Was haben wir hier? Ein Ass, ein Herz 8 und ein Pik 8. Richtig. Hautelmann! Du und deine Karte. Ziehen Sie doch bitte einfach mal eine Karte. Wenn es geht, die mittlere, dann machen wir uns das gleich. Scheiße hier. Sehr schön. Hier sind die anderen beiden Karten. Die würde ich jetzt aus der Sendung verschwinden lassen. Wir kommen gleich nochmal dazu. Hautelmann, zeigen Sie doch bitte mal die Karte. Ist das die Herz 8, die Sie hätten eigentlich ziehen müssen? Nein! Sehr schön. Wollen Sie wissen, wie wir es gemacht haben? Und zwar habe ich ja hier die beiden Karten. Und ich zeige es Ihnen nochmal. Es waren drei Karten. Jetzt ist es die Dame. Wie hat man denn das hier nur gemacht? Gehabt? Ausgangspunkt ist folgendes. Und zwar sehen Sie hier die drei Karten. Sehr gut. Die drei Karten. Das Geheimnis ist, dass die Dame Karo sich bereits mit in dem Spiel befindet. Wenn nun die mittlere Karte gezogen wird, übrigens auch von hinten sieht es so aus, als wenn es nur drei sind. Wenn die mittlere Karte gezogen wird, wird natürlich automatisch die Karo Dame gezogen von Herrn Hautelmann. Warte mal, Sie tun ja so, als wenn Sie überhaupt keine Funktion jetzt hier hätten. So wie üblich. Machen Sie das, was Sie immer tun, sehen Sie einfach gut aus. Ich denke mal, wenn die Wetter sind, ist nicht schwer. Meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zur Auflösung. Und zwar schneiden Sie einfach ein Stück Karte ab und kleben die auf eine andere drauf. Sehen Sie das? Das ist hier so, ich habe das mit Tesafilm gemacht, hier mit Klebeband. Einfach hier rauf geklebt. Ist klar, Hörtelmann, kommen Sie bitte nochmal her. Und schieben Sie jetzt einfach mal die Karte dahinter. Sehr gut. Sie sehen also jetzt, dass die Karte dahinter ist. Den Rest können Sie sich sicherlich denken. Wenn Sie die andere drüber legen, sieht das natürlich so aus, als wenn Sie nur drei Karten haben. Von hinten natürlich auch. Wenn die Karte jetzt gezogen wird, dann wird in der Tat die dritte gezogen. Auch von hinten sieht man, dass Sie nur noch zwei Karten haben. Also die können Sie dann verschwinden lassen. Und im Endeffekt hat man die Karo Dame, hat man den Trick verstanden. Ich denke, dadurch, dass Sie ihn ja auch gesehen haben, durfte man den verstanden haben. Grüße wollen wir noch loswerden. Und zwar an Master A132. Oh, ich grüße Computerlotz hier auch von uns aus hier ein bisschen. Stopp, ich habe gerade was Falsches gesagt. Und zwar an Master A162. Entschuldigung, sehen Sie mir das bitte nach. Wirklich ein großartiger Fan, der uns hier regelmäßig unsere Seiten besucht. Nochmal ein Gruß an Computerlotz. Was denn? Der Stieb. Ach so, wieso arbeitet hier jemand? Ja, du musst ein bisschen Production machen. Also Master A 162 oder Master A, ich weiß nicht. Grüße auch nochmal an deinen Vater. Der ist hier großer Charles-Fan. Der heißt dein Vater bei YouTube. Kann man ja auch mal vorbeischauen. Ansonsten www.garten-productions.de.hu. Leute, man kommt auch nochmal in die Sendung. Sie tun ja so, als wenn sie ja gar keine Option hätten. Tschüss, bis dann.